Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch ein paar Steelbooks und Mediabooks von mir zeigen. Es ist kein Ranking, sondern einfach nur querbeet. Fangen wir auch direkt an. The Avengers Teil 1 und Teil 2. Der erste Teil, den finde ich eigentlich besser. Steelbooks sind, naja, nicht so gerade die schönsten, aber kommt halt auf den Inhalt drauf an und gefällt mir ganz gut. Marvel-Filme sowieso. Genauso wie Winter Soldier. Sehr guter Film auch. Das ist der zweite Teil. Der erste wird ja im Internet für 180 Euro neu gehandelt. Totaler Wucher. Der hier ist auch okay. Und ja, ist auf jeden Fall unterhaltsam. So, Arnold Schwarzenegger, Total Recall. Ich mag ja auch die älteren Filme von dem Herrn. Super Film auf jeden Fall. Und mittlerweile auch ab 16. Schön auch in DTS HD. Absoluter Kultfilm meiner Meinung nach. Kann man sich immer mal wieder ansehen. Natürlich nur uncut. Wobei mittlerweile ist er ja eigentlich nur noch uncut. Ja, Transformers 4 ist der einzigste Transformers, den ich habe. Gefällt mir auch sehr gut. Man ist halt, ja gut, viel Action und ja, Backseite vom Steelbook eigentlich nicht so schön, aber dafür das Frontcover sehr gut gelungen, finde ich jetzt. Das ist auch die Mediamarkt-Version. Ja, Terminator 1 und 2, braucht man nicht viel zu sagen. Super Filme, Arnold Schwarzenegger, seinen besten Film meiner Meinung nach. Und mir gefällt der zweite Teil wesentlich besser, aber trotzdem sind beide super. Und der zweite Teil auch mit seiner 7.1 DTS HD Tonspur mit meiner Heimkinoanlage, absolutes Fest. Gefällt mir auch. So, ja, kommen wir hier zu Evil Dead, das Remake von Tanz der Teufel. Viele sagen, er kommt nicht an das Original ran und viele beschweren sich auch, aber ich finde den Film gut. Und das ist das Müller-Exklusiv-Steelbook, was auch nicht mehr verkauft wird. Habe ich für 22 Euro gekauft. Wird im Internet mittlerweile auch für, keine Ahnung, 60, 70 Euro gehandelt oder noch mehr. Ich weiß es nicht. Ich finde es im Internet gar nicht mehr. Das sind meistens dann ausländische Versionen. Auf jeden Fall das Uncut-Steelbook, das ist wichtig. Und ja, auch vom Optischen her gefällt mir das sehr gut. Also Top-Film und sehr gelungenes Steelbook. Hier haben wir auch gerade das Original Tanz der Teufel. Das ist das englische Steelbook. Es gibt ja noch kein deutsches Steelbook, also im Blu-ray oder allgemein auch kein deutsches. Sony hat jetzt, ist vor Gericht gezogen und hat gewonnen. Die Beschlagnahme wurde von Tanz der Teufel 1 aufgehoben. Und ich hoffe, dass jetzt bald dann auch ein schönes deutsches Steelbook oder Mediabook mal endlich herausgebracht wird. Hier haben wir nochmal einen Arnie, Predator. Geiler Film, finde ich auch eigentlich mit so zu seinen besten Filmen. Das Steelbook ist auch sehr schön. Hier sogar mit Lenticular und ja, braucht man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Scarface, Top-Film, eigentlich so der beste Drogenfilm, finde ich jetzt, den es gibt. Al Pacino in einer seiner besten Rollen sowieso. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob der dadurch sogar berühmt geworden ist durch den Film. So richtig berühmt halt, dass, ob das der Durchbruch war. Also super Film, gefällt mir sehr gut. So, hier haben wir dann Resident Evil, die 1 bis 4 Reihe im Steelbook komplett und dann noch den fünften Teil. Ja, ich bin Resident Evil Fan auf jeden Fall, wobei mir der erste Teil eigentlich immer noch am besten gefällt und auf jeden Fall Kult. Und ich freue mich auf jeden Fall auch schon jetzt auf den aktuellen, auf den sechsten Teil, der jetzt gedreht ist. Sie war ja jetzt schwanger die ganze Zeit. Also, oder was heißt schwanger, also ein Babyurlaub und konnte deswegen nicht weiter drehen. Aber jetzt ist der Film fertig und da freue ich mich drauf. So, Django Unchained, ja, super Film, Quentin Tarantino-Style.
zwar auch ein paar lange Dialoge, aber trotzdem gefällt mir sehr gut. Ist halt auch Kult, ist Quentin Tarantino-Style und mir gefällt er sehr gut. Mir gefällt er auch besser wie der aktuelle Film von ihm, Hateful Eight. Und Top-Film auf jeden Fall. So, wir waren Helden mit Mel Gibson. Auf jeden Fall mein absoluter Lieblingskriegsfilm. Super Film. Das ist das Zavi-Exklusiv-Steelbook. Gibt es nur in England. Habe ich jetzt den deutschen Film reingetan, die deutsche Blu-ray. Und das Steelbook gefällt mir sehr gut. Ah, hier auch mit den Hubschraubern. Super Film, super Steelbook. Dann, ja, Blutige Fahrt Gottes, der erste Teil, absolut mein Lieblingsfilm, auch Kult und gefällt mir sehr gut. Besser wie der zweite Teil. Viel Humor, viel schwarzer Humor, würde ich sagen, und top. Einfach nur top. So, John Rambo, das ist das Cut Steelbook, weil das Uncut Steelbook kriegt man ja nicht mehr. Und ich habe den deutschen Film reingesteckt, also ist die Uncut Blu-ray drin. Das ist das Cut Steelbook, weil es sieht halt in der Sammlung scheiße dann aus, wenn jetzt einfach nur so eine normale Blu-ray dazwischen ist. Ein Amari Case, und deswegen habe ich mir das billig, ich glaube für 7 Euro war das, im Mediamarkt, habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, nimmst es dir mit. Auf jeden Fall auch ein guter Film, gefällt mir. Nur Uncut. Wobei die Effekte sehr, sehr schlecht sind, muss man natürlich dazu sagen. So. No One Lives, sehr guter Slasher, finde ich. Luke Evans ist nicht so bekannt wie Arnold, aber trotzdem ein klasse Schauspieler. Guter Splatter auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Kann man sich auch ab und zu mal abends reinziehen. So, ja, dann auf jeden Fall die Batman-Reihe. Ich habe jetzt, hier sind die drei Steelbooks drin, die will ich jetzt nicht rausholen. Auf jeden Fall auch die beste Reihe von Batman. Also ich finde die ersten mit Val Kilmer und George Clooney oder wer das alles gespielt hat, kann sie alle vergessen. Die von Nolan sind wirklich die besten mit Christian Bale und gerade sogar der zweite Teil ist wirklich geil mit Heath Ledger. Und super Trilogie, gefällt mir sehr gut. Meiner Meinung nach hätten sie den vierten Teil, jetzt den aktuellen mit Superman, auch mit Christian Bale drehen sollen. Aber keine Ahnung, warum das nicht geklappt hat oder warum überhaupt nicht gefragt wurde. Kommen wir jetzt noch zu ein paar Mediabooks. Ja, hier habe ich Piranha 1 und 2 Mediabook. Einfach nur so als Fun. Ist ganz lustig, ist halt Kult. Bisschen Splatter, bisschen Titten. Ist okay, kann man sich immer mal reinschauen. Ist okay. Ich sag immer, kann man sich immer mal reinschauen. Ich meine, rein ansehen. So. So, From Dusk Till Dawn. Ja, auf jeden Fall top. Braucht man eigentlich auch überhaupt nichts drüber sagen. In der Uncut-Version super Film und Quentin Tarantino und George Clooney. Super Team. Gefällt mir sehr gut. Hier haben wir nochmal Tanz der Teufel 2, das Mediabook. Ist jetzt nicht so schön wie das Necronomicon Mediabook, aber reicht mir auch völlig, ist in Ordnung. Und ja, auch guter Film. Nicht so gut wie der erste, aber trotzdem kann man sich anschauen. My Bloody Valentine. auch in der Uncut-Fassung eigentlich unterhaltsamer Film. Ich habe mich für das Mediabook entschieden, finde ich meiner Meinung nach das Schönste. Und ja, kann man sich auch ab und an mal anschauen. So, hier noch ein Film, das ist der französische Martyrs. Oder Martyrs. Martyrium halt. Und ja, auch sehr brutal. Beim ersten Mal fand ich ihn eigentlich brutaler, wo ich ihn gesehen habe, aber mittlerweile, er ist zwar brutal, aber. Ja, ist jetzt kein Film, den man sich jetzt jeden Tag anschaut. So, das war's auch schon. Dann vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben und ich hoffe, ihr schaut euch auch meine anderen Videos an. Tschüss!